Sie sind hier, 30. Juni 2018, 18.41 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Wolf Werner war von 2007 bis 2014 Manager von Fortuna Düsseldorf. Urheberrecht Getty Images. Fortuna Düsseldorf trauert um seinen früheren Manager Wolf Werner. Fortuna-Boss Robert Schäfer ist tief betroffen und würdigt Werner Verdienste. Fortuna Düsseldorf trauert um seinen langjährigen Manager Wolf Werner, der auch als Trainer in der Bundesliga gearbeitet hatte. Wie der Verein bekannt gab, verstarb Werner am Freitagabend völlig unerwartet während seines Nordseeurlaubes in einem Kieler Krankenhaus an den Folgen einer Aortablutung. Werner wurde 76 Jahre alt, mit ihm verliert Fortuna Düsseldorf eine seiner größten Persönlichkeiten, sagte Robert Schäfer, Vorstandsvorsitzender der Fortuna. Er war ein absoluter Profi im Fußballgeschäft und ein wunderbarer Mensch, dem sein Verein immer am Herzen lag, sagte Schäfer weiter. Werner war zwischen 1987 und 1989 Trainer von Borussia Mönchengladbach und wechselte anschließend in die zweite Mannschaft von Bayern München. Nach Stationen beim SV Wilhelmshaven und Werder Bremen kam Werner 2007 zur Fortuna. Dort arbeitete er bis 2014 als Manager, twitter.com/f95-status/101309183584831479. Wir haben ihm sehr viel zu verdanken, vor allem hatte er maßgeblichen Anteil daran, Fortuna wieder in die Bundesliga zu führen. Vorstand, Aufsichtsrat, Gremien und alle Fortunen sind fassungslos und traurig, dass er uns so plötzlich verlassen hat. Unser ganzes Mitgefühl gilt in diesen schweren Stunden seiner Familie, sagte Schäfer.